Konnichiwa YouTuber und herzlich willkommen wieder zurück zu Final Fantasy 7 mit euer Giga Tobi. So, und es geht jetzt wie gewohnt weiter. Ja. Im letzten Part, ey, wow. War ich froh, dass ich jetzt endlich mal den Boss besiegt habe. Nach unglaublichen 5 Aufnahmen konnte ich das einfach nicht machen, weil es ist, wäre einfach auch unnötig gewesen, die Parts. Und naja, auf jeden Fall, ja, gehe ich jetzt einmal hier wieder runter, weil unten ist ja unser Flugzeug. Und dann müssen wir einfach mal gucken, wo wir eben halt den Tempel des alten Volkes finden. Aber das jetzt mit, ja, hier, sprich, mit Yuffie haben wir erstmal abgeklärt. Alles in Ordnung. Und ja. Jetzt beginnen unser Abenteuer weiter. Weil wir sollen ja von dem Vater aus jetzt Yuffie mitnehmen und unser Abenteuer eben halt mit ihr weiter beginnen. Winston ist natürlich immer mit dabei. Sowieso einer meiner Lieblingscharaktere, genauso wie Tifa und Claude. Darum habe ich die alle drei auch in ein Team. Soweit auch gesagt. Okay, Sid auch, aber. Naja, ich habe die drei eher lieber als Sid, aber Sid ist eigentlich auch ganz cool. Kann man sie auch auf jeden Fall geben. Heißt es nicht, dass er so ultra schlecht ist? Nein. Hätte man jetzt die Auswahl, dass man 4 Leute sogar haben könnte, das wäre noch geil. Aber früher war das ja so. Man konnte ja früher bei den alten FF-Teilen, ich glaube, mehr Leute haben. Aber eigentlich war immer typischerweise immer 3. Eigentlich immer typischerweise. Und, ja. Ich muss jetzt mal hier wegkommen von dieser Insel. Da unten leuchtet eben halt dieser weiße, oder dieser hellblaue Punkt. Und da müssen wir hin. Oh, und dann kommen wir wieder, schon wieder Boss. Auf jeden Fall wieder so neue Kreaturen, die uns in den Weg stellen wollen. Ah, komm. Okay, die nerven ein bisschen, weil die mit ihren Attacken schon wesentlich länger brauchen. Ja, Mann. Die haben's einfach drauf. Muss man so sagen. Zack! Burning of the Flames! Jetzt kommt Tifa. Oh, sexy girl of a Final Fantasy 7. Oh, das ist so nice. Wow, sie ist einfach nur eine heiße Braut. Finde ich in diesem Teil. Sie ist einfach. Oh, bombastisch. So, okay. Okay, die Zeit rast alles immer, ey. Ich bin voll im Stress, Aufnahmestress. Einmal dies, einmal das aufnehmen, alles das. Eieiei, es ist echt schon eine Menge Leute auf jeden Fall. Also, wow. Ich leg mich voll ins Zeug für euch. Ich hoffe, die Abonnenten nehmen das auch zu schätzen. Das wäre echt voll cool, weil. Hey Leute, ich danke auf jeden Fall, wie weit ich jetzt schon so gekommen bin mit YouTube, ehrlich. Hätte ich jetzt nicht damit erwartet. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es auf jeden Fall weitergeht durch eure Unterstützung. Auch wenn jetzt nicht wirklich viele aktive sind. Okay, ich sehe schon, dass welche Leute meine Videos gucken. Wo es ein bisschen so hapert, ist eben halt, dass da nicht wirklich da was Aktives ist. So, also, dass da was, ja, irgendwas Aktives halt. Okay, nee, Blitz war es, glaube ich, nicht so die gute Lösung, oder? Ich weiß nicht, muss mal gucken. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ja. Danke auf jeden Fall, dass meine Videos geguckt werden und auch die Unterstützung. Aber eben halt wird eben halt nicht so viel jetzt bewertet, dies, das alles. Das ist eben halt so, ja, was ich ein bisschen schade finde. Naja, okay, das waren doch so welche Blitzviecher. ja, auf jeden Fall ist es schon schade. Aber ja, ich hoffe, das ändert sich dann irgendwann mal so, dass die. Mal welche Leute sich da mal einwirken und ja, mal ein bisschen so Leben mal reinkommen. Also sprich auch Kommentare, Bewertungen und so weiteres. Und wenn ihr jetzt mal keinen Bock auf Kommentare, könnt ihr auch eine Bewertung da lassen. Also ja, auch okay. Ist ja auch nur ein Klick oder so dann halt. Als wenn ihr jetzt da ganze Zeit einen Kommentar schreiben müsstet oder so, wenn ihr nicht unbedingt wollt. Aber lasst doch mal wenigstens einen Daumen nach oben da oder so. Oder eine Bewertung, je nachdem. Ja, es kann euch natürlich ja nicht alles gefallen, darum könnt ihr auch eine Daumen runter geben, also dazu ist es ja auch da. Aber ich meine jetzt so, da, Activity wäre schon recht nice, auf jeden Fall.
Ist ja auch nicht viel verlangt. Ich muss es manchmal in manchen Punkten so sagen, weil das fällt einem echt ziemlich auf. Also, besonders nicht nur mir, sondern auch anderen Leuten, die mal rein zufällig bei mir reinschnuppern da und so und ja. Nix los da bei den Gigatomi. Und das finde ich schade, weil ich gebe schon echt viel Mühe. Auch qualitativ bringe ich da was her und ohne sowas könnte das nicht richtig alles so klappen. Warte mal, bin ich jetzt hier richtig? Warte mal. Wo ist nochmal Tempel des alten Volkes? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo steckt das eigentlich? Ich habe aber bei YouTube geguckt, weil das ist schon richtig lange her. Wow, okay, wir haben hier mit irgendwelchen neuen Gegnern zu tun. Oder, weiß ich gar nicht mehr. Hä? Die können sich sogar schützen. Und das ist ja mal was. Uah, Blades. Naja, ich hoffe auch, der ein oder andere gefällt Final Fantasy 7, weil es ist einfach mein Kindheitsspiel. Aber nicht nur weil, sondern auch wirklich ist. Also, die meisten auch Fans und so weiteres wissen auch ganz genau Bescheid, dass ich jetzt mit diesem Teil keinen Fehler gemacht habe, weil es ist einfach richtig nice. Oh, warum ziehe ich immer nur eins ab? Der ist wirklich gegen nur gegen Zauber anfällig. Dann machen wir halt nur Zauber. Burning Afterflaze. Oh ja. Yeah. Oh, Mann. Und Tiffer ist fast aufgestiegen. Ich muss mal weiter gucken. Wo könnte der Tempel des alten Volkes sein? Tempel des alten Volkes! Ach ja, später kann man auch mit so einem Riesenluftschiff, so gesehen, ach, schade. Mit so einem Riesenluftschiff die Welt bereisen. Finde ich auch ziemlich cool. Aber dazu kommen wir ja später. Ja. Weil es dauert noch auf jeden Fall. Ich bin immer noch bei CD1. Ja, noch CD1. Ja, aber hier bin ich noch nicht gereist. Ist das da oben Midgar? Ach, die Musik ist immer so cool bei Final Fantasy 7. Lala, die Welt ist so toll. Und sie begeistert uns mit diesen Kindheitserinnerungen. Oh mein Gott. Ja, da ist es ja. Da unten, ja, hier ist es. In diesem dichten morschen Wald da, wo wir uns jetzt nähern. Und wir haben es hier mit gewaltigen Biestern zu tun. Und ich weiß nicht, was das so, ja, für Gegner sein werden. Mal gucken. What the fuck is he'll say? What the fuck is he'll say? Auf jeden Fall denke ich mal, dass wir richtig hier sind. Bim! Ah ja, auf jeden Fall eine Menge aus. What the fuck? Die haben bestimmt über 2000 Leben. Ohne Witz. Ja, über 2000, bestimmt 2500 oder so. Krasse 2500 Leben. Immer mein Nexus 5, ey, immer am Bimmeln. Hua, Silent Slash. Oh ja, yeah, TV. Oh, du bist immer so nice, ey. Nice girl of a Beautiful of its Final Fantasy. Oh, ich kriege immer die ganze Zeit hier Bestätigung des Triton. Surround Sound. YouTube. Nachricht Xbox. Naja, die waren keine was. Ja, ja, Final Fantasy geht schon ein bisschen so den Bach runter. Sprich für einige. Andere finden das nicht schlecht, aber einige finden das schon irgendwie ja, mies, was da abgeht. Achso, ja, jo, mein Triton 720 Plus ist auch schon unterwegs. Wunderbar. Alter, wie viel Money auf the Cash? Vor viel Money auf the Cash.
Okay, genug rumgealbert, rumgelabert, rumgelobbelt. Hier ist der Tempel des alten Volkes, hoffe ich mal. Yo. Ja, wunderbar. Da fällt mir gerade auf. Wir sind zu früh hier. Ah, wo kann man nochmal diesen Steinschlüssel kriegen? Ich weiß es gar nicht mehr aus dem Kopf, ey. Wo war das nochmal? Muss ich jetzt nochmal da runter? Weil ich glaube, da müsste man einen Hinweis darauf kriegen, wo der Steinschlüssel ist. Auf jeden Fall soll das irgendwas mit diesen Steinschlüsseln zu tun haben, weil wir da nicht hier hinkommen und weil da noch nicht eine bestimmte Person da auch noch beim diesen einen Altar da war. Das werdet ihr auch noch herausfinden. Ich wollte jetzt hier nicht rumspoilern. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt hier auch noch welche Leute zuschauen, die jetzt zum ersten Mal Final Fantasy 7 sehen oder schon durchgespielt haben. Und auf jeden Fall wissen, was da abgeht. Ich habe das auf jeden Fall auch durchgespielt, aber es ist arschlange her, seit ich das jetzt wieder gespielt habe. Und mein Gott, ey. Die anderen Teile waren auch ein bisschen irgendwie so crazy und dann, ja, verliert man ein bisschen so den Überblick, was hier so, ja, wie halt die Story. Ich hoffe auf jeden Fall, dass 9 und 10 auch noch für PC kommen. Das wäre richtig awesome, da würde ich auch noch mich freuen. Weil wenn ihr ja schon mal 7 und 8 hier rausbringen, ne? Ist doch auch schon mal nice, ey. Hä? Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott. Wie soll ich jetzt auf dieser Insel da kommen? Woher soll ich auf dieser Insel kommen? Oh mein Gott. Ah! Geil. Mann, ich bin so komplett verwirrt. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Das ist so ein komischer Weg hier, ey. Oh, da kommen wir nicht hin. Vielleicht sollen wir doch noch gar nicht nach unten. Auf jeden Fall weiß ich nicht so ganz genau. Oh mein Gott, ey, ich weiß es gar nicht mehr. Ist das da gewesen? Nee. Nein. Das kann da nicht oben sein, oder? Was ist das denn hier? Ah, hier waren wir doch mal. Aber das ist nicht der richtige Weg. Muss ich jetzt nochmal zu dieser einen komischen Welt dahin? Ich weiß es gar nicht mehr, ey, Leute. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss nochmal gucken, wie ich da noch weiter hinkomme. Hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht, bisschen hier, ey. Ach, scheiße, ey. Tempel des alten Volkes da. Das geht da noch nicht weiter, weil wir den Steinschlüssel noch nicht haben. Aber irgendwo soll ein Haus sein oder irgendwie so eine Insel, wo so ein Haus sein soll. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo das ist. Aber einige Leute haben das eben halt mit so einer niedrigen Auflösung das so aufgenommen, das Spiel. Und da siehst du fast so gut wie gar nichts. Und ja. Naja. Weiß ich nicht, ob jetzt hier irgendwas sein sollte, was mich jetzt weiterbringen würde. Obwohl, war ich da schon mal da ganz oben? Weil bei Final Fantasy 7 ist immer so vieles verstecktes Kram hier. Ah, da ist es ja! Oh mein Gott, das wird gar nicht auf der Karte angezeigt, ey. Also hier, Leute, hier müsst ihr sein. Danach. Also, müsst ihr nicht, aber ihr könnt. Auf jeden Fall ist hier so ein Haus. Und da ist jemand. Oho, ein Kunde, du hast dir einen abgelegenen Ort ausgesucht. Falls du den Schlüsselstein suchst. Jawohl, das ist das, was wir brauchen. Den Schlüsselstein suchst, kommst du zu spät, denn ich habe ihn nicht. Schlüsselstein? Was? Du bist nicht deswegen hier?
Der Schlüsselstein ist der Schlüssel zum Tor irgendeines alten Tempels. Ja, Tempel des alten Volkes, wo wir vorhin waren, Leute. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe gehört, es sei der Tempel des alten Volkes. Der Tempel des alten Volkes. Nimm es nicht so ernst. Es ist nur eine Legende. Ja, toll. Und dann? Wie, was, wo? Wo ist dieser Schlüsselstein? Ich habe ihn schon verkauft. Endlich gesagt wollte ich ihn nicht verkaufen. Aber irgendwie konnte ich zu diesem Typen nicht Nein sagen. An wen hast du ihn verkauft? An den Manager von Gold Sorcerer. Ich glaube, sein Name war Dio. Er sagte, er wolle ihn in sein Museum ausstellen. Dann nahm er ihn mit. Ah, toll. Nein! Ja, super. Der Typ, der das eigentlich hatte, ja, hat ihn nicht mehr. Und das hat das dieser Dio bei Gold Sorcerer. Und ihr wisst ja, wo ich da mal war bei Gold Sorcerer. Mann, das war ein Theater, ey. Gold Sorcerer, ja. Ich begebe mich jetzt dorthin. Was bleibt uns anderes übrig? Zu diesem Dio da. Wo ist eigentlich Gold Sorcerer? Ist das da oben oder ist es da hinten? Boah, ich weiß es auch gar nicht mehr, ey. Ohne meine Gold Sorcerer da. Scheiße, wo war nochmal Gold Sorcerer? Ne, da oben kann es nicht sein, da oben war ja die Raketenstadt. Gold Sorcerer, da war irgendwas mit Canyon da. Ich glaube, Gold Sorcerer ist das da oben, oder einfach nicht? Hier, da. Das muss da oben sein, denn. Ey, das kann ich mir nicht anders jetzt denken. Das muss doch Gold Sorcerer sein. Das ist schlecht. Ah. Ohne Schokobo geht das nicht. Oh, fuck. Oh, Mann. Was für eine Miserie, ey. Ach, Mann. Was ist das denn jetzt? Oh. Oh. Weed und Slash. Na, ah, mies, ja. Wow. Wow. Alle und Verwandlung. Ah, okay. Ja, super. Gold Sorcerer. Wo war das direkt? War das da wirklich da oben? Oder ist das da unten? Ne, da unten kann es ja nicht sein. Weil davor haben wir noch gar nicht ein Flugzeug gehabt dafür. Naja, da kommen wir auch nicht hoch, ey. Oh. Waren wir da wirklich da oben? Ah, warte mal. Wir haben ja diesen Buggy gehabt. Und der wurde ja repariert bei Gold Sorcerer, aber da war das nicht so. Ich weiß es gar nicht mehr, ey. Oh, schon wieder her. Ich vergesse das immer so leicht. Voll Kurzzeitgedächtnis, ey. Bam. So. Das ist gar nicht mehr so hundertprozentig, ey. Oh. Burning. Zieht ganz schön was ab, ey. So. Jawohl. So. Fahrzeug. Und wir sind, wo sind wir gefahren, ey? Wundert mich jetzt aber richtig doll.
Ohne Witz, das wundert mich jetzt richtig. Wundert mich aber jetzt echt. Ist doch ziemlich komisch. Sind wir da hingekommen? Das wundert mich aber sowas von. Wow. Nicht unsere Tifa. Weed and Slash. Bam. So. Ach, Mann, ey, ich weiß es gar nicht mehr. Bin ich da hingegangen oder weiter oben oder Gold Source? Vielleicht müssen wir das jetzt mit zu Fuß dann noch machen. Zu Fuß dahin laufen. Ja. Eieieiei. Genau. Ich glaube, hier musste man. Hä, was mit denen denn? So, guck mir mal hier, was der hat. So. Der hat ja Waffen, ne? Ja, aber nicht so tolle. Okay, gut, Soße, da kommen wir hin. Wunderbar, da war es ja auch, ey. Meine Güte, hat mir ein bisschen schwer getan, aber wir haben den Weg gefunden. Wunderbar. So. Ab da nach oben, nach Gold Soße, zu Dio. Ich muss immer gucken, wo der Museum eigentlich ist. Da, können wir das überspringen oder müssen wir da einfach so. Ach so. Das ist aber wieder ein Hin und Her, wieder, ey, wisst ihr das? Ein Hin und Her. Willkommen, Gold Soldier. Erstmal abspeichern hier, ey. Ihr mit eurem scheiß GB, ey, hört doch mal auf. Kacke hier, ey. Hohoho.
Ja, dann lass mich da hin. So, ich glaube, das war hier. Das ist ja wohl der große Laden von Dio. So, wo ist dieser Shit-Museum? Showroom, ah, alles klar. Da! Das ist der Steinschlüssel. Da kommt der Muskelprotz nun. Ach ja. Hallihallo, ich hab dich lange nicht gesehen. Junger Mann, der gefällt dir was? Kannst du mir den ausleihen? Hahaha, tut mir leid, aber der wird nicht verliehen. Aber weil du in der Vergangenheit so gut zu mir warst, kann ich ihn dir zu einer Bedingung geben. Zu welcher? Hehehe, unterhalt mich. Was soll ich denn tun? Oh Junge! Hehehe, das ist doch gar nicht so schwierig. Das hier ist die Kampfarena. Zeig mir, was du kannst. Nur du allein, junger Mann. Ich erwarte einen guten Kampf. Ja, dann ja. Dann machen wir das mal ruhig. Dann legen wir mal los. Kampfarena, starte in der Kampfarena in einen Kampf. Achievement. Okay, let's go, buddies. Okay, das sind wohl irgendwelche Lows. Aber egal. Dann ihn ja schließlich unterhalten. Und wie weit wir ihn unterhalten müssen, werden wir mal sehen. Ah, jetzt kommt wieder so eine Karte. Karte! Und das ist Peak, ja. Au. Naja, es kommt schon. Jetzt hört mal auf hier mit euren scheiß Kartenkram. Ihr Joker. Au. Mit so einem Todestimer. Ach komm. Nein! War das alles? Naja, versprochen ist versprochen. Nimm ihn dir. Naja. Ja gut, dann haben wir das eben halt so gemacht. Egal, wir haben das bekommen. Hey, dafür konnte ich ja jetzt gar nichts, ne? Das war richtig mies. Warum habe ich immer so ein Pech eigentlich? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach alles nicht, ja. Ich verstehe das alles nicht mehr, ey. Ja, ich will jetzt hier wieder raus. So. Raus aus dieser Gold Saucer. Naja, hätte ich mir auch sparen können mit den 30.000, die ich dafür ausgegeben habe, aber egal. Egal. Gibt's immer welche Dinge, die man erst... Verzeihung, mein Herr. Es tut mir leid, die waren jetzt zur Zeit außer Betrieb. Och, komm. Und? Es tut mir wirklich leid. Sie werden uns erst verlassen, wenn sie wieder repariert ist. Was ist los? Oh je, aber sowas passiert schon mal. Stimmt, wir übernachten im Hotel. Da kennt man mich. Ich gehe und spreche mit ihnen. Ja, dann gehen wir mal zum Hotel und... Ich sage Bescheid, sobald die Reparaturen beendet sind. Naja, passt uns gar nicht jetzt eigentlich, aber naja. Sonst haben wir keine Chance, so zusammen zu sein, was? Claude, was ist damit? Kannst du mir erzählen, was geschehen ist? Ich weiß nicht, was los ist, denn ich war ja nicht von Anfang an dabei. Ja, ich bin auch dafür. Gute Idee. Ich bin von Anfang an dabei und ich weiß noch immer noch nicht, was hier so abgeht. Claude, was zum Geier geht hier ab? Komm, erzähl schon. Ah, gut, ich versuch's. Puh. Wir folgen Sephiroth. Sephiroth sucht wohl das verheißene Land. Das verheißene Land? Ein Land voller Mako-Energie. Das glaubt zumindest Shinra. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich existiert.
Die Zentras kehren ins verheißene Land zurück. Ein Land, das grenzenloses Glück verspricht. Zentra, ist das eine Krankheit? So nennt sich das alte Volk. Hast du den Alten am Cosmo Canyon nicht zugehört? Du weißt nicht, wo das verheißene Land des alten Volkes ist. Du suchst und reist, bis du es fühlst. Du weißt es einfach, dass das verheißene Land, ja. Aeris, fühlst du es auch? Ich denke schon. Sephiroth reist also in der ganzen Welt herum, weil er das verheißene Land sucht. Stimmt das? Ja, und er sucht noch was anderes. Die schwarze Materia. Ich habe von Dio gehört, dass ein Mann mit einem schwarzen Umhang die schwarze Materia sucht. Ich weiß nicht mal, was der schwarze Umhang ist. Wie viele Männer mit schwarzen Umhang und Zahltätowierung gibt es? Natürlich weißt du's. Meine Tätowierung ist die Nummer 13. Wie hast du die Tätowierung bekommen? Johoke hat sie gemacht. Alles andere sind nur Kriegswunden, aber die Zahl hat Joho gemacht. Es gibt also mindestens 13? Weißt du? Ich glaube, Joho hat den Männern mit den schwarzen Umhängen etwas angetan. Aber ich weiß nicht was. Es hat aber mit Sephiroth zu tun. Deshalb denke ich, wir sollten nur Sephiroth selbst folgen. Ja, ich auch. Das ist alles verdammt kompliziert. Und? Tut mir leid, vergiss es. Ich glaube, ich bin müde. Ich gehe jetzt ins Bett. Ah, ja, geh mal. Was war das so plötzlich? Was, das war's? Ich gehe ins Bett? Ist das alles? Wie wär's mit der schwarzen Materie? Du würdest es nicht verstehen, selbst wenn ich es dir erzähle. Jetzt müssen wir uns nur noch an die Arbeit machen. Morgen fangen wir an. Cloud. Ich bin Nummer 13. Ob ich auch wahnsinnig werde? Ich weiß nicht, was Joho getan hat, aber bis jetzt bist du doch okay. Aber sei stark. Aber ich... Hör auf, Red 13. Sei stark. Yeah. Tiffer. Du bist nicht der Einzige, der sich Sorgen macht. Ich weiß nicht, was los ist, aber wir sind in einer schlimmen Lage. Hey, Sid, lass uns in unseren Zimmer zurückgehen. Er steht voll. Er pennt einfach ein. Wer ist da jetzt? Ah, Tiffer. Cloud. Was ist los? Ich habe mir überlegt, was ich sagen will, aber es ist etwas peinlich. Sag, Cloud, wie wär's, sollen wir uns hier wegschleichen, um etwas alleine zu sein? Komm, lass uns gehen. Hey! Heute Abend ist Zaubernacht. Alle Attraktionen sind kostenlos. Wie wär's, ihr zwei? Es gibt eine Unterhaltungsshow in Event Square. Komm, gehen wir. Wo ist der Unterhaltungs Square? Ach da, okay. Glückwunsch! Ihr seid heute unser 100. Paar. Ihr beiden seid die Hauptdarsteller in unserer heutigen Show. Hä? Oh nein, es ist gar nicht schwer. Spielt einfach, was ihr wollt. Den Rest erledigen dann das Assemble. Assemble. Hier entlang. Hier geht's lang. Hey, klingt's witzig. Komm schon, Cloud. Wir probieren's. Na gut. Gehen wir mal damit. In grauen Urzeiten erschien ein böser Schatten über dem Königreich Galdia. Prinzessin Rosa wurde von bösen Drachenkönig Valvadors entführt. Was wird mit ihr geschehen? In diesem Augenblick tritt der sagenumwogene Held Alfred herbei. Alfred.
Oh, du bist bestimmt der sagenwogene Held Alfred. Hä, du bist dran. Ja, du. Oh, du bist bestimmt der sagenwogene Held Alfred. Ich flehe dich an, bitte rette die Prinzessin Rosa. Bitte sprich jetzt mit dem König. Ich muss mal cutten.